Wie hatte schon seinerzeit der große Sozialdemokrat August Bebel erkannt, Genies fallen nicht vom Himmel, sie müssen Gelegenheit zur Ausbildung und Entwicklung haben. Und da ist, man kann es nicht anders sagen, das Land Baden-Württemberg vorbildlich mit seinen insgesamt 5 Musikhochschulen, deren eine, und damit befinden wir uns in Karlsruhe, in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, genauer den 50. ihrer Verstaatlichung nach der ursprünglichen Gründung vor 209 Jahren als Pflanzschule, so hieß das damals, für Bläser. Unsere Karlsruher Musikhochschule, sie ist damit ein halbes Jahrhundert alt und beginnt optimistisch ihr 6. Lebensjahrzehnt. Das Possessivpronomen unsere betone ich mit Fleiß. Sie ist verpflichtet natürlich ihren Geldgebern Stadt und Land, verfügt aber auch über einen hochkompetenten Lehrkörper für ca. 600 Studierende aus 50 Ländern dieser Erde. Ferner hat sie Sympathisanten, finanzielle und ideelle Unterstützer, Fans, könnte man sagen. Ich selbst als langjähriger SWR2-Musikredakteur zähle auf jeden Fall dazu. Nicht zu vergessen natürlich das Publikum, die Zuhörer, welche jeder Musiker nun einmal dringend zu seinem Musikerdasein braucht. Zu dieser lebenswichtigen Klientel der Förderer gehört natürlich in besonderem Maße der 1976 gegründete und inzwischen stolze über 1000 Mitglieder umfassende Freundeskreis der Hochschule für Musik Karlsruhe, dem ich seit nunmehr fast 20 Jahren die Ehre habe, vorzusitzen, nach dem Gründungsvorsitzenden Professor Dr. Heinz Kuhnle, der auf Anregung und im Verbund mit dem damaligen Rektor Eugen Werner Felte sowie dem früheren Leiter des SDR-Studios Karlsruhe, Helmut Haag, den Freundeskreis ins Leben rief, in unruhigen und bildungspolitisch nicht so ganz einfachen Zeiten nach der, wie bereits erwähnt, 1971 erfolgten Verstaatlichung der Musikhochschule, die damals auf diverse Bürgerhäuser der Stadt verteilt, doch eher ein Schattendasein führte. Das ist inzwischen wahrlich anders. Unser 50-jähriges Geburtstagskind ist recht lebendig, präsent und es erfreut sich nicht nur in Fachkreisen bester Reputation und internationaler Anerkennung, auch dank des Freundeskreises, seiner Stipendien und Veranstaltungen und seines seit 40 Jahren, inzwischen alle 2 Jahre stattfindenden Heinz-Kuhnle-Wettbewerbs, gerade in diesen für das Konzertleben und für die Anfänge einer Musikerkarriere äußerst schwierigen Zeiten. Corona in der altitalienischen Musik, das Wort für Fermate, Haltestelle. Hoffen wir, dass die volle Fahrt für unser Lieblingskind, die Musik, in Bälde wieder aufgenommen und fortgesetzt werden kann. Wir vom Vorstand des Freundeskreises im Namen all unserer Mitglieder wünschen der Hochschule alles Gute und eine lange, erfolgreiche Zukunft. Und unser Geburtstagsständchen wäre überschrieben: Vivo con molto impegno e sempre crescendo. Lebendig, mit großem Engagement und stetig wachsend.